in die Wüste. Seit 7. Juli dürfen Touristen wieder zum Urlaub nach Dubai düsen. Aber was erwartet einen da nach Corona? Bild nahm gleich den ersten Flieger. Und langweilig wird es auf dem Langstreckenflug zum Persischen Golf garantiert nicht. Es gibt eine Menge auszupacken. Das Fliegen selber hat sich gar nicht so sehr verändert, nur das Wasser ist abgepackt in Einzelportionen und das Essen kommt teilweise in Boxen und alles ist separat abgepackt. Es gibt sogar Personal, welches während des Fluges mehrmals die Toiletten reinigt. Und auch im Hotel wird Reinigung großgeschrieben. Vom Koffer über die Zimmer keine Chance für Bakterien und Viren. Und wehe, die Touristen geraten bei 40 Grad in Hitzewallung. Ohne Thermometercheck geht es hier nirgends mehr hin. 37,8 Grad. Bei allen Temperaturen darüber würden wir die Messung 10 Minuten später wiederholen. Bis dahin hatte der Gast genug Zeit, sich abzukühlen. Wenn die Temperatur dann immer noch so hoch ist, informieren wir die Behörden. Dann geht es vorerst in unseren Isolationsraum. Die gute Nachricht, die Straßen und Plätze der Wüstenmetropole sind leer wie nie. Und das liegt nicht an den frisch abgeklebten Abstandshaltern. Bisher sind kaum Touristen unterwegs im berühmten Emirat. Tickets für Dubais Hauptattraktionen gibt es zum halben Preis. Der Atlantis Aquaventure Waterpark ist mit 17 Hektar Fläche, über 30 Rutschen und Pools der größte Wasserpark der Wüstenmetropole. Vor Corona kostete ein Tagesticket rund 61 Euro. Jetzt gibt es die Rutschpartie für 28,75. Noch mehr Wasserspaß bekommen Touris im größten Aquarium der Welt. 10 Millionen Liter Wasser, über 37.000 Meeresbewohner, angenehm kühles Klima, kaum Besucher und das alles für 36 statt vor Corona 75 Euro. Und auch das größte Wahrzeichen Dubais gibt es zum Schnäppchenpreis, der Burj Khalifa. Kein stundenlanges Anstehen, kein Speed-Ticket. Vor Corona fuhren in Spitzenzeiten bis zu 15.000 Besucher am Tag auf die Aussichtsplattform. Aktuell sind es wochentags nicht mehr als 400. Ein Panoramablick in luftiger Höhe und die Preise sind im Keller. Nur 23,90 statt 40 Euro. Also alle Daumen hoch für den Dubai-Urlaub. Die Abstands- und Hygieneregelungen werden in Dubai sowohl in den Hotels als auch in den Touristenattraktionen sehr strikt, aber auch sehr gut umgesetzt. Ich habe mich während meines Aufenthalts hier jederzeit sehr sicher gefühlt. Was ungewohnt ist, hier besteht auf allen Straßen und in der Öffentlichkeit Maskenpflicht. Und das ist bei 40 Grad manchmal schon sehr unangenehm. Zugegeben, die strenge Maskenpflicht dürfte den Urlaubsspaß erheblich schmälern. Wer ohne Mund-Nasenschutz erwischt wird, muss mit einer Strafe von rund 240 Euro rechnen. Doch dank Schnäppchenpreisen und Platz im Überfluss können Touris sicher auch mit Maske entspannt aufatmen.